Ich wusste nicht, was ich sonst machen sollte. Ich hab's einfach auch gemacht. Weil jetzt habe ich eh die Bullen am Hals gehabt und den Typen, da wären locker dann andere Spieler reinkommen, die hat mich auch über den Haufen geballert. Ich wollte es jetzt schnell zu Ende bringen, ohne großartigen Ladebildschirm. Ich will nicht mit dem Koop spielen. Ist doch, warum ich Selbstmord gemacht habe. Story only. Sorry, Dude. Story only. Schwimmt er jetzt echt weg? Wow. Das ist traurig. Komm, wir schnappen uns ein Boot. Toll, die war noch am Anfang, oder nicht? War wir hier nicht ganz am Anfang? Kommt hin, ne? War das nicht genau dieses Haus, wo wir ganz am Anfang waren? Nach der Nacht mit irgendeiner mysteriösen Frau? Wer zum Fick bist du? Retro, ich hab das für dich klargemacht. Gut, kommst du nicht mit? Gehört alles dir. Wenn der Kahn in Reichweite kommt, bringt dich das hier schnell dahin. Was denn? Du hast mir noch gerade gar nichts gegeben. Die Welt von Watch Dogs ist eine sehr strange Welt. Warum ist es dunkel? Warum kann ich bei dir Nahkampf machen? Und er gönnt sich hier richtig hart. Er gönnt sich richtig hart. Komm, ich verscheuche mal ein paar Fische. Alter, was ist das für eine Hupe? Klingt wie ein Dubstep-Track. Ich habe jeden dieser Schiffshacks mit der Aktivität an der New Yorker Börse abgeglichen. Jeder davon fiel genau in die Vorlaufzeit von volatilen Handelsperioden. Sogar schon ab 2007. 2007? Warte mal. Dann war also die Finanzkrise... Ein früherer Bellwether-Test. Eine Manipulation der Ankaufs- und Ausgabemuster in einem bereits anfälligen Markt. Aber wie konnten die ordentlich Shoeboys darauf so früh Zugriff haben? Außer sie hatten Zugriff darauf. Glaubwürdige Abstreitbarkeit? Vielleicht. Njaun. Oh verdammt, ich dachte, der kennt das. Ich dachte, den kriegen jetzt eh noch dazu zu kennen. Mann, das ist eine fucking Ölplattform? Das ist ein Schiff. Nee, das ist doch kein Schiff, Alter. Das ist eine fucking Ölplattform, Mann. Ich hab den Kahn erreicht. Bleib auf Sendung. Du bist ohne Rettungsleine da draußen. Ich werde schon nicht ertrinken. Ich gehe rein. Wünscht mir Glück. Geht das? Nein, geht nicht. Okay, nein. Bitte in dieser Seite, genau. Was ist dein Plan? An Bord eines Schiffes dieser Größe könnten hunderte Server sein. Ich muss das Admin-Terminal hacken, um unseren Server zu finden. Okay. Ich denke mal, ich schieße erstmal die Soldaten über den Haufen, die ich sehe. Aber die meisten natürlich im Nahkampf. Ich muss da irgendwie rein und da oben ist der Typ, den ich haben muss für den Schlüssel. Geht das? Bin ich jetzt hier? Mann, Gott, falsche Kamera, Dude. Ich muss jetzt irgendwie eine Kamera haben, womit ich den Typen, der da drinnen sitzt... Na, scheiß drauf, wir gehen einfach und schießen alle über den Haufen. Kommt, let's go. Hm? Ah ja, wir haben ja schon den Zugang. Tut mir leid, aber ihr fährt nirgendwo mehr hin. Ihr bleibt jetzt hier. Na, komm, Tür. So, wo habe ich jetzt den Weg nach oben? Oh, da kommt gleich einer, ne? Oh, nee, der ist über mir. Okay, der ist die Tasche über mir. Wo habe ich denn hier verdammt nochmal einen Weg nach oben? Oh mein Gott! Hast du einen Stift? Ich gebe dir seine Beschreibung. Wer? Kommt und helft uns. Wer kann jetzt wen noch Daten über mein Gesicht geben? Ich meine, ich habe ihn gerade K.O. geschlagen. Der Einzige, der mich gesehen hat. Okay, Kopfschüsse sind immer noch. Oh mein Gott. Oh mein Gott, eine Schrot. Holy shit, Mann, eine Schrot. Jetzt renn, renn. Oh Gott, das war knapp. Oh mein Gott, war das knapp. Deckung. Das war verdammt knapp. Und eine Granate. Natürlich, warum auch was anderes? Immer eine Granate. Headshot. Ja, wer wäre als nächstes, hä? Eigentlich dürftet ihr ja keine Verstärkung rufen können. Ich meine, wir sind ja auch mit auf dem Meer. Wo soll die eure Scheißverstärkung herkommen? Oh, bumm. Das ist ein bisschen cool. Ey, was geht? Schau mich an, Mann! Oh.
Nice. Nice. Fuck, von hinten. Oh Gott, ein Scharfschütze. Achso, er ist der Scharfschütze hier. Ich dachte, der ist jetzt irgendwo oben. In der verschissenen Deckung. Aber nee, der ist einfach hier vorne direkt. Easy. Das war echt dumm von ihm, dass er als Scharfschütze vorgerannt ist. Toll. Oh mein Gott. Das war verdammt knapp gerade. Wo kommt ihr alle her? Alter, wie viele Leute sind denn hier? Oh mein Gott! Ich bin ein Hackermann und schieße euch alle über den Haufen. Ohne irgendeine militärische Ausbildung. Ich bin einfach ein Typ mit einer Knarre, der euch alle über den Haufen ballert. Schämt ihr euch nicht so ein bisschen? Ich meine ja nur. Irgendwo hier ist ein Typ mit einem Schlüssel. Da ist er. Aua. Geh nicht auf den Sack da oben. Oh mein Gott, da kommt der Nächste. Finde ich sterben. Oh mein Gott. Ich könnte Probleme machen. Ich mache euch verdammt nochmal Probleme. Ich meine, noch mehr geht ja wohl kaum. Ich erschieße euer ganzes Personal. Nicht mehr lang, dass dieses verdammtes Geisterschiff halt alle tot sind. Und einfach nur, weil ich krass bin. Oh mein Gott, von hinten. Komm. Easy, nice. Alter, wie viele sind denn hier? Schau mir an. Hier schießt sie jetzt einfach gerade nicht, dass sie näher irgendwie... Dann komme ich damit überhaupt nicht recht, ne? Und mich dann einfach umbringen. Deswegen mache ich jetzt erstmal schon alle tot. So viel wie es geht. Okay, was muss ich denn jetzt machen? Wo war mein Ziel? Mein Ziel war jetzt irgendwo da oben, okay? Das heißt hier raus und dann auf nach oben. Ich habe eigentlich alle getötet, die hier sind. Aber ich sogar wirklich außer den Typen da unten. Ah, scheiß drauf, ich bin jetzt hier oben. Warum haben eigentlich alle denselben Router? Ah, das müsste gehen. Mal sehen, ob die Backdoor noch okay ist. Hab den Hauptserver auf ihrem System, muss ihn nur noch physikalisch lokalisieren. Was die unter Tragwaffe stehen, könnte alles Mögliche sein. Oh? Was glaubst du, wie groß das Ding ist? Industriegröße. Ich halte dich auf dem Laufenden. Du wirst dir noch wünschen, dich ergeben zu haben. Okay. Okay. Ich werde mir anscheinend nachher noch wünschen, dass sie mich ergeben hätte. Gar nichts. Okay, wo ist der? Ach, da unten ist er. Ich bin gleich da. Und dann bist du tot. Hey, was geht? Oh. Okay, das war einfach. Ich bin entkommen. Nennen wir es mal so. Und jetzt wieder runter. Muss ich jetzt echt wieder weg, oder? Ich muss noch eine Etage tiefer. Bam. Okay, wo habe ich jetzt eine Tür, wo ich reinkomme? Nirgends. Oh, du wirst mich verarschen. Ich muss jetzt wieder runter und wieder hoch, nicht wahr? Ach nee, ich komme hier auch noch weiter. Aber wie soll ich da jetzt reinkommen? Oder warte mal. Hier drin ist bestimmt eine... Ach, guck mal, da ist eine Tür. Und... Ah, okay. Ich habe nichts gesagt. Warum rede ich eigentlich mit der Knarre rum? Die sind schon alle tot. Ich hab den Server. Wie genau kriege ich das Ding jetzt von Bord? Die Pläne, die du gefunden hast, zeigen einen Aufzugsschacht. Da steht, das ist ein Riesending mit... Halt den Mund! Ich rede von diesem Aufzugsschacht. Schon verstanden. Schaff den Server auf Deck und wir kümmern uns um den Rest. Okay. Oh. Jetzt wieder zurück. Und jetzt hacken wir das Ding, aber gehen gleichzeitig mit auch noch hier rauf. Und... Okay, cool.
Wo bist du? Du müsstest mich jetzt... Oh mein Gott, was? Nach was muss ich suchen? Ach du Sch... Was, das Ding... Hat das Ding mich gerade erschlagen oder hat es die Ware kaputt gemacht? Holy shit, Alter, ich dachte, ich muss den Stapler mitnehmen. Alter, willst du mich verarschen? Gott, Alter, willst du mich verarschen? Ich dachte, ich muss den Fuck. Oh Gott! Oh Scheiße! Lass schnell wieder runter! Oh Gott! Okay, okay. Was? Fuck. Hey, Josh, Mann. Wie oft hast du das Ding schon geflogen? Und wir bekommen keine Antwort auf diese Frage. Okay. Das Ding war cool. Sah es ein bisschen aus, als wäre da oben so in dieser Glaskuppel, die oben drauf war, so ein Gehirn drin. Sah ein bisschen so nach so Gehirn aus. Oh mein Gott, so ein Ding hätte ich auch gerne in Real Life. Ich meine, ich will mich da jetzt nicht unbedingt dranhängen und dann damit rumfliegen, aber... Es wäre bestimmt schon echt cool, sowas zu haben. Wissen Sie, Michelle, wir sind froh, dass die Hacker endlich zur Rechenschaft gezogen wurden. Dies zeigt deutlich einen Fehler im System. Von den Tiefseekabeln bis zur Spionage und Sabotage durch Gruppen wie DedSec. Ich sag Ihnen eins. Bloom arbeitet an einem Projekt, das dieses Problem eliminiert. Der Pisser hat den Hackern Bellwether Zugang gewährt, damit sie es testen. Dann hat er den Angriff als Schwachstelle der Tiefseekabel dargestellt. Der Arsch hat's echt drauf. Jetzt melden sich mehr Firmen für Blooms Satellitenpipeline an. Dann feuern wir jetzt aus vollen Rohren auf Dushan. Okay, wir lassen ihn öffentlich aufhängen, wie den scheiß Mussolini. Das ist doch keine Lösung, Mann. Auf unseren Ärschen sitzen auch nicht, aber okay? Aber wir sitzen nicht auf unseren Ärschen. Mach nur ein, das, bitte, still. Mann! Er ködert uns. Glaube ich. Er versucht ein letztes Mal, uns in den Dreck zu ziehen, als Gefahr. Und wir sind eine Gefahr. Wir waren uns doch alle einig, nach unseren eigenen Regeln zu spielen, oder nicht? Gut. Wir haben fast alles zusammen, um ihm zu schaden. Dauerhaft. Gehen wir alle wieder an die Arbeit und bringen wir die Sache zu Ende. Hm? Alles klar. Okay, nice. Du bist auf einem Schiff. Ich war auf einem Schiff. Oh mein Gott, wie viele Follower, Mann. Holy shit, ich habe beinahe zweites Level abgemacht. Ich will jetzt die Aufnahme beenden, aber ich warte noch ganz kurz. Ich denke mal, wir werden wieder angerufen, so wie immer. Nachdem wir eine Mission abgeschlossen haben. Oder haben wir einen abgeschlossen? Ich schau mal ganz kurz nach. Ja, wir haben die... Oh ne, guck mal, hier unten ist die nächste Hauptoperation. Dann machen wir die hier als nächstes. Aber dann in der nächsten Aufnahme-Season, würde ich sagen. Bis dann, haut rein und wir sehen. Tschüss. Mir ist das Einhorn gerade oben aufgefallen. WTF, Mann, was ist das für ein krankes Ding? Auf jeden Fall sehen wir uns das nächste Mal. Bis dann, haut rein und wir sehen. Tschüss.